Schönen guten Tag. Guten Tag. Neues Video. Neues Glück. Neues Glück. Können wir einen Kaffee trinken, oder? Ich finde, ein Kaffee rentiert sich immer. Ein Kaffee rentiert sich immer und man muss auch nicht immer eine Idee haben, finde ich. Man kann auch einfach mal planlos, einfach mal in den Tag hineinleben. Es gibt ja Leute, ne? Es gibt Leute, die schaffen das jeden Tag, in den Tag hineinzuleben. Da gibt es genug Leute. Bist du so ein Typ? Nein. Also ich probiere es ja manchmal, ne? Also manchmal, so zweimal im Jahr, wenn es wirklich nicht mehr geht. Und nach einer Stunde denkst du dir, Darf ich etwas äußern? Ich finde es ziemlich exquisit, dass doch die Kaffeemaschine im Ladenbereich das Plankton Plus Logo zeigt. Ja, im falschen Format, ne? Könnte ich mich schon wieder aufregen. Macht die guten Kaffee? Ja, das ist die Hauptsache, ne? Scheiß aufs Logo, sondern der Kaffee schmeckt. Na, probieren wir nochmal aus. Kommen Sie nochmal ran, Herr Neier. Hinter die Theke. Herr Neier, suchen Sie die Theke. Aus hier. Ist das hier für den Kundenbereich auch teilweise möglich, einen Kaffee abzusammeln? Ja, na klar, klar, ja, klar. Deswegen steht es ja hier auch. Also hat man ja auch öfter, dass du, gerade wenn du jetzt Beckenberatungen machst und machen ja viel so individuelle Projekte auch, was Aquarienbau und so weiter angeht, dann ja, die Mitarbeiter, die sich hier durchschlängeln. Da hast du ja viel so individuelle Sachen. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Da finde ich es halt auch entspannter, wenn du mal vernünftig hinsetzen kannst, mal einen Kaffee trinken kannst. Man muss auch sagen, viele Leute kommen von ewig weit weg. Die kommen dann hier hin, sind total ausgehungert, ausgedurstet, ja, müssen dringend wohin. Du kannst und, ja so einen Planktonspender hier mal so zum Abziehen ja, einfach genau hinmachen. So, wenn du hier auf den täglichen Bedarf ankommst. Ne, das du bist ja in einer Branche tätig, die den Hobbybereich abdeckt. Da kommen doch schon bestimmt auch viele einfach mal zum Quatschen vorbei. Ne? Gerade vielleicht auch so die Leute, die, was der eine oder andere sicher auch kennt, im Privaten nicht so viel Anklang findet, weil es gibt vielleicht nur dich als Aquarianer. So oft so, ne? Bei diesen Nischenhobbys. Genau, dann suchst du dir natürlich jemanden, der dich versteht und der das Ganze mit dir teilt. Da ist doch so ein Geschäft eigentlich ideal. Aber das ist ja auch das Schöne an einem Fachhandel und an so einem Reef-Spot, wie ich es jetzt mal nenne hier. Das ist natürlich, das kann dir kein Online-Shop und kein anderer Treffpunkt geben. Ne? Früher gab es so diese klassischen Stammtische, Aquarien-Stammtisch. Aber da muss auch sagen, wer macht denn das heute noch? Also gut, und dann mit Corona, diese ganzen Treffen, das hat auch ein bisschen abgenommen. Also ich finde es schon schön und das nehmen die Leute auch gut wahr. Also klar, die wollen alle zum Gucken kommen und so, aber du merkst schon auch, da ist auch viel auch Gesprächsbereitschaft und Bedarf da und ist schon schön. Was sind so die schönsten Erlebnisse, die du als Inhaber eines Meerwasserfachgeschäftes so mitbekommen hast in den letzten Jahren? Ja, ich finde es vor allem schön, wenn du halt auch die Entwicklung der Leute oder halt des Hobbys an sich bei den Leuten so mitbekommst, ne? Weil viele kommen halt hierher als ja wirklich blutige Anfänger mit Ängsten und da gibt es ja ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Und das ist schon schön, über die Jahre dann so zu sehen, wie sie sich entwickeln und so. Und dann führt es teilweise dazu, die beschäftigen sich ja mit dem eigenen Becken und mit den eigenen Raritäten, die da vielleicht auch im Becken drin sind, nochmal ganz intensiver oder ganz anders, wie wir jetzt im alltäglichen Geschäft. Und da hast dann oft, da kommt dann jemand rein, der ist dann 2-3 Jahre Kunde bei uns und dann haut der da Dinger raus. Da denkst du, oh, Respekt, muss ich gleich nochmal nachlesen. Hausaufgaben gemacht. Naja, also ist doch cool. Also dann ist doch der richtige Weg. Also ich kann das jetzt gar nicht so speziell auf eins festlegen, aber das ist schon immer schön, ja. Man ist ja dann auch gebunden an ein Hobby, weil man sich ja entscheidet, das beruflich zu machen. Ja. Hast du trotzdem noch Wünsche oder Ziele, die du hobbybezogen wirklich irgendwann mal dir erfüllen möchtest? Die Schwierigkeit alleine ist schon immer mit der Zeit zu gehen. Ne? Auch wenn das mal jetzt eine gewisse Größe erreicht hat, ist es noch schwieriger. Also diese ganzen Neuheiten und auch Prozesse zu durchlaufen, um sich immer aktuell zu halten. Das heißt, mit Technik angefangen. Technik ist noch das Logischste, aber auch zum Beispiel, was jetzt Importe angeht. Also da ist ja so viel Wandel in den letzten Jahren in dieser Thematik, das ist fast schon schwierig, sich da so festzulegen eigentlich, muss ich sagen. Weil wir sind ja immer ein bisschen hinterher. Wir entwickeln ja Prozesse, die dann zum Zeitpunkt, wo sie fertig sind, schon wieder so ein bisschen nicht veraltet sind, aber besteht dann schon wieder Nachholbedarf. Und dann deswegen kommt man leider privat, bin ich da immer ein bisschen im Hintertreffen, weil ich sehe immer viele Sachen, die denke, boah, cool, das kann man machen. Und dann bis es soweit ist, gibt es wieder 5 andere Sachen und dann privat rutscht das ein bisschen in den Hintergrund, weil du ja den ganzen Tag wirklich damit zu tun hast. Das hört sich immer so negativ an, ne? Aber ist es ja gar nicht. Also wir können ja trotzdem alle den ganzen Tag das machen, was uns Freude macht.
nur halt in einem anderen Rahmen. Ne? Nur halt mit ein bisschen mehr Verpflichtung und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dahinter, wie es vielleicht der Hobby-Aquarianer macht. Was war im Hobby der Aquaristik die größte Herausforderung für dich bisher? Also ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, in das Hobby so reinzukommen, dass du einen gewissen Stand mal erreicht hast, was eine gute Basis dann ist für die Zukunft. Ne? Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Findest du, die Aquaristik ist ein Hobby, speziell die Meerwasser-Aquaristik, wo man mal eben starten kann? Oder wo du eigentlich wirklich enorm viel Wissen mitbringen musst, um da überhaupt erst erfolgreich zu sein? Also bei mir ist es ein paar Jahre schon her, wie ich mit dem Ganzen angefangen habe, da gab es noch nicht so diese Vielfalt. Ja? Noch nicht die Vielfalt an Tieren, noch nicht die Vielfalt an Technik und schon gar nicht die Vielfalt an Aquarien. Du hast halt ein Aquarium bestellt, einen Glaskasten und hast irgendwie versucht, was draus zu machen. Das ist heute ja anders. Also du hast ja heute unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich es schwierig, noch schwieriger als wirklich 0,0%iger blutiger Anfänger damit zu beginnen. Also ich würde mich immer an jemanden halten. Ja, im besten Fall natürlich ein guter Fachhandel, aber das kann auch ein Kumpel oder ein Bekannter sein, der das vielleicht schon macht, das Hobby. Und man muss sich an irgendjemanden halten, aber man kommt ja auch irgendwie immer durch jemanden in das Hobby rein, oder? Das ist zumindest so meine Erfahrung. Du machst da nicht morgens auf und sagst, oh, jetzt mache ich Aquaristik. Was ist momentan die größte Baustelle im Geschäft oder im Aufbau, gerade im Abschluss? Die größte Baustelle ist momentan der zweite Teil der Fischanlage. Also der hinten dran ist. Der erste Teil ist ja fertig, der öffentliche Bereich. Und wir bauen ja jetzt die alte 1:1 dahinter, Rücken an Rücken sozusagen, nicht öffentlich. Das wird für uns Versandanlage, mal gucken, Quarantäne. Also wir haben eine extra Quarantäneanlage, aber es gibt ja auch mal so einen Fall, ne, dass du sagst, der Fisch ist zwar gesund, der muss jetzt nicht auf Quarantäne, also der muss jetzt nicht behandelt werden, aber dem tut's gut, wenn er mal ein paar Tage noch mal Ruhe kriegt und ein bisschen, ne, intensiver füttern und gezielter füttern. Und dann ist es immer, ciao, und dann ist es immer ein bisschen einfacher. Wow, Cappuccino. Ja. Das mit dem Kaffee, das gleiche wie mit der Aquarientechnik, ne? Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Sprach er neben diesem Geschöpf. Ja, es ist für privat natürlich Quatsch, aber wir haben ja hier auch entsprechend Durchlauf und Durchsatz, ne? Ja, Max? Ja, ja. Fürs Kaffee trinken bezahlt. Du kannst ja arbeiten und dazu Kaffee trinken, dann geht's ja. Warum ist da jetzt mehr drin? Brauchst du hier neuer Zucker? Irgendwas? Nö, danke. Immer noch einfach nicht, ne? Nur, nö. Wie viele Leute sind denn eigentlich immer so im Geschäft tätig? Weil der Besucher, der sieht ja meistens nur die jetzt hier im vorderen Bereich rumdümpeln. Also wir sind jetzt momentan im Geschäft gleichzeitig da immer so zu viert, würde ich sagen. Und haben da eigentlich auch immer eine gute Aufteilung. Also Max macht jetzt hier Lebendtierversand. Also der bereitet jetzt eure ganzen Bestellungen vor, macht die Kommunikation mit den Kunden, bereitet die Tiere soweit vor und dann ciao. Ciao. Bereitet die Tiere soweit vor, kümmert sich ums Einpacken, dass alles fristgerecht heute noch abgeholt wird von GoExpress. Die kommen hierher und holen die Pakete ab. Dann Michael ist jetzt überwiegend mit Bauen beschäftigt, Fischanlage weiter aufbauen. Dann bereiten wir das 5-Meter-Becken schon mal ein bisschen vor, damit wir da videomäßig auch weitermachen können. Tim ist heute mit da, der hat jetzt überwiegend mal ein Auge aufs Geschäft an sich, wenn Leute kommen und so weiter und hat da ein bisschen die Hand drauf sozusagen. Thema Videos, was ist so geplant in der nächsten Zeit? Vielleicht auch was ich noch nicht weiß, was in deinem Kopf so rumschwirrt? Ja, wir haben ganz viele Ideen, ne? Wir haben ja auch, wir überlegen ja auch momentan so konzeptionell ein bisschen was zu verändern für euch auch. Also da sind wir ja noch ein bisschen in der Findungsphase. Wir müssen mal ein geräuscharmes Klebeband bestellen. Ne? Das ist ganz schön. Dann wieder gespart. Ne? Da wollen wir ein bisschen was verändern. Da finde ich auch das Feedback von euch immer cool und da möchte ich auch auf dem Wege nochmal dazu aufrufen. Beteiligt euch gerne, das heißt kommentiert gerne die Videos, wenn ihr mal irgendwas sehen wollt, wenn euch speziell mal was interessiert. Wir lesen jeden Kommentar und wir versuchen uns da auch ein bisschen was aufzusaugen an Infos und an Wünschen, auch was von euch kommt. Also finde ich immer eine schöne Sache, ne? Da kam bisher auch immer gut was rum dabei eigentlich. Das ist jetzt neben nochmal Thema Lebendtierversand, was wir gerade schon hatten, macht jetzt der Max heute. Das heißt, wird alles vorbereitet und jetzt hier für die Abholung bereitgelegt. Dann kommt GoExpress vorbei, die kommen immer so, wann kommen die Max? 16, 17 Uhr? Machen wir immer ein bisschen wetterabhängig auch. Jetzt heute ist ja komplett entspannt, irgendwie 24 Grad, ist ja perfekt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der vielleicht auch neu in der Thematik Meerwasser-Aquaristik ist, Probleme damit hat, die Entscheidung zu treffen, ein Tier, ein lebendiges Tier wie einen Fisch,
online zu bestellen. Wo kannst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung da so ein bisschen die Sorge nehmen, dass dem Tier etwas passieren könnte? Oder wo siehst du die Risiken? Also ich verstehe natürlich, dass das am Anfang immer erstmal ein bisschen befremdlich ist, ne, ein Tier online zu bestellen. Also es ist ja auch komisch, muss man ja auch sagen. Das Argument hört man ja immer mal wieder, ne? Da werden dann Tiere durch die Weltgeschichte geschickt und gefahren, mal unabhängig davon vom Tierwohl. Aber ist das nicht jetzt auch Thema Umweltgedanke und so weiter und so weiter? Ich habe jetzt aber auch schon einen Kommentar gehabt und in dem letzten Video fand ich auch interessant. Da hat einer genau andersrum argumentiert und hat halt gesagt, naja, ich muss halt zu euch 400 Kilometer fahren. Bei uns gibt es nichts anderes oder da gibt es nichts, wo ich jetzt sage, da möchte ich hingehen. Ob das dann so umweltkonform geht, wenn ich da hin und zurück 800 Kilometer mit meinem Auto fahre, um dann vielleicht 3, 4, 5 Fische zu kaufen, hat auch recht. Das ist halt immer... Ich habe hier was kaputt gemacht, das tut mir leid. Wir verschicken am Tag im Schnitt, heute ist es ein bisschen weniger, 10, 15 Lebendtiersendungen. Und wir geben ja auch eine Garantie der lebenden Ankunft. Also wenn ihr die Sendung erhaltet an dem Tag und da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist auch immer eine Anleitung im Paket mit dabei, wie das Ganze ablaufen soll, dann erstatten wir euch die Kosten für das Tier, wenn das mal sein sollte, dass mal was kaputt geht. Aber den Fall haben wir so gut wie nicht, muss man sagen. Sonst könnten wir die Garantie auch nicht geben. Ne? Ich kann ja nicht, das geht ja auch nicht. Telefon. Hallo, guten Tag, bis dann. Was soll ich gleich schauen? Ja, Moment. Die Angst kann ich euch vollkommen nehmen. In dem Moment, wo ihr Tiere online bei uns bestellt und die Bestellung abschickt, geht alles in unsere Hände. Wir kümmern uns, dass die Tiere in einem perfekten Zustand ist, bevor sie an euch rausgehen. Wir haben das Wetter im Blick, wir haben alle möglichen Umstände im Blick. Wir verschicken nicht im Winter, wenn es Minusgrade hat zum Beispiel, dann warten wir so lange, bis es wieder geht. Also wir nehmen euch diese gedankliche Angst, die ich nachvollziehen kann, komplett ab. Wir kommunizieren jederzeit mit euch, zumindest bemühen wir uns darum. Das klappt auch nicht immer, um Gottes Willen, nicht, dass jetzt jemand... Auch das ist ein Punkt, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas unklar ist, ruft uns an, schreibt uns an, kommt vorbei, wie es am besten passt. Es gibt bei uns, wie es überall gibt, auch arbeitszeitliche Spitzen. Das heißt, manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, manchmal geht es schneller. Ist auch von den Tieren abhängig, was ihr bestellt, ob das auf Lager ist, ob das erst bestellt wird und so weiter und so fort. Da muss das Tier in einem vernünftigen Zustand sein, wenn es bei uns ankommt. Da kann auch nochmal eine zeitliche Verzögerung entstehen. Also wir reden halt von lebenden Tieren. Ja? Wir sind ja nicht Amazon, die 38 Millionen Produkte im Regal liegen haben, reingreifen und euch das zuschicken. Am nächsten Tag habt ihr das. So funktioniert es halt leider nicht. Jetzt steht schon die ganze Zeit hier so ein schönes Becken im Hintergrund. Ja, das ist ja das alte Kassenbecken, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Hast du denn da schon speziellere Pläne, wie das Ganze hier gestaltet werden kann oder soll? Ja, also wir haben jetzt schon mal so eine leichte Gestaltung gemacht. Der liebe Tobi hat das gezaubert. Also nicht ich. Der andere Tobi, der Plankton Plus Tobi, das hat sich bewährt. Der hat wirklich ein Händchen für Riff- und Gesteinaufbauten, muss man wirklich sagen. Also auch das 1800er, der hat auch das Messebecken gemacht auf der Interzoo, was er erkennt. Also da... Ich muss ja überhaupt mal die qualitativ hochwertigen Kaffeetassen der Firma Tropic Marine ins Bild halten. Ja, Sven, wenn du das siehst, diese gut. Das ist ja eigentlich nur ein Dank. Das, ist ja keine, gut, das stimmt. Die kann man eh nicht kaufen. Das ist ja eh nur Merchandise, Handel, Händlerausstattung und sowas. Ja. Ne, aber sollen wir mal Tassen machen? Plankton Plus Tassen. Zum Blödsinn oder so Merchandise-Geschichten. Weil war für wirklich jemand letztens da, wo man uns die T-Shirts kaufen kann? Sag ich, was denn für T-Shirts? Sagt er, das hier. Sag ich, ja, wenn du so eins haben willst, hier, nimm mal eins mit. Schreib mal drunter. Merchandise. Also Merchandise ist so ein negativ behaftetes Wort, finde ich, oder? So wie YouTuber. Aber irgendwie so ein YouTuber kann ich nicht leiden, die Leute. Hm. Wir sind ja vollkommen planlos. Komm, wir gehen mal in die Richtung. Hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie ein leeres Aquarium. Gut, Wasser ist schon drin, aber... Die dritte Korallenanlage läuft jetzt seit 2 Tagen, meine ich, im Belastungstest. Machen wir mal gerne am Anfang, ne? Wurde mal alles hier, volle Knecke, alles laufen lassen. Weil wir sind ja hier, sagen wir mal, wenn wir um 18, 19 Uhr abends zusperren, ist am nächsten Morgen nicht da. Das heißt, da muss es schon sicher sein, dass das alles läuft. Ne? Und dass nicht irgendwo was mal rauskommt oder weg. Hast du hier Kameras irgendwo? Ja, wir haben schon eine Meldetechnik auch, aber
Ne? Wenn die Meldetechnik anspringt, ist ja schon passiert. Was sind denn momentan deine Lieblingstiere hier? Wo gehst du denn gerne vorbei und bleibst mal kurz stehen? Ja, zum Beispiel alle, die in den Korallenanlagen schwimmen. Wir verkaufen aus den Korallenanlagen heraus keine Tiere. Das sind alles Tiere von uns, die halt auch hier bleiben. Und deswegen freue ich mich da immer, weil du siehst ja da immer wieder die gleichen Gesichter. Na, jetzt der beste Beispiel hier, der Weißkehl. Der, seht ihr den? Sieht man das? Das ist, den haben wir jetzt auch schon länger. Das ist ja ein traumhaft schönes Tier. Traumhaft. Von der Färbung her. Und den stresst auch nichts, ne? Wenn man sagt, Weißkehl, Pünktchen anfällig und Stress. Also sind sie auch, auf jeden Fall. Ach, der Freund hier, am Tag laufen da 1000 Leute vorbei. Ne? Und korallentechnisch, hast du vielleicht hinten irgendwas, wo so die Besucher eigentlich nicht hin dürfen? Ein paar Highlights haben wir schon da. Ja, willst du mal zeigen? Können wir gleich, ja, komm. Acanthophilia aus Australien, momentan jetzt so die letzten wohl, die so kommen sollen. Wenn wir dem ganzen Thema EU und Einfuhrverbote und so weiter Glauben schenken darf, dreht und wendet sich auch immer mal wieder. Ne? Aber hey, wie es jetzt hier ausgeht mit der Sache, bin mal gespannt. Acanthastrea, schöne Sachen, eine zweifarbige. Guck mal hier die Freude, die sind auch. Freut sich, wenn die Kamera kommt. Ne? Ja, hier. Acanthophilia, war da vorne, Acanthastrea finde ich schön, die zweifarbige, orange mit grün. Helofungien, haben wir coole Sachen da. Ja, jetzt hier so die ganze Euphylien-Ecke, da müssen wir mal wieder ein bisschen durchsortieren. Da hat man jetzt heute Morgen die Strömungspumpen verstellt, dann wird das hier alles ein bisschen zusammengeblasen. Aber da haben wir auch schöne Sachen da. Poly, Grail, Banana, schieß mich ab, keine Ahnung, ich bin mit diesen ganzen Ultranamen nicht, mich langweilt es echt, muss ich echt sagen. Ich weiß gar nicht, wer setzt sich denn da eigentlich hin? Jetzt muss ich mich auch mal aufregen. Ich darf mich auch mal aufregen. Wer setzt sich denn da eigentlich hin in irgendein so dunkles Kämmerchen irgendwo und überlegt sich diese bescheuerten Namen? Das muss man mal verraten. Ja? Das ist irgendeine Euphylia, keine Ahnung, Ultra Green, Grade A, die schießt mich ab. Das war vor 3 Jahren einfach eine Euphylia, eine grüne. Hast du viele Kunden, die reinkommen und gezielt nach diesen Namen fragen? Ja. Deswegen, wir haben uns ja auch jahrelang gesträubt, diese Namen überhaupt so auszuweisen auf den Kärtchen, auf den Schildern im Internet, ja, auch bei den Online-Produkten zum Beispiel. Ne? Aber da mussten wir uns dann auch irgendwann mal anpassen, weil das ist ja schon so weit mit diesen Namen, dass die Leute die Korallen gar nicht anders kennen als unter diesen Ultranamen. Mit der speziellen Unterart können die gar nichts anfangen. Das hast du dann online für, keine Ahnung, wenn es wirklich was Besonderes ist, der Kopf für 200, 300 Euro. Und dann sagen die, ja, aber das ist doch eine grüne Euphi. Dann sage ich, ja. Klar, das sind die grüne Euphi, wie auch die anderen alle grün-gelb Euphi sind. Ne? Aber du schreibst halt den Namen dazu und pups. Also, was haltet ihr davon? Ich finde, es hat sich halt so etabliert ein bisschen. Das ist halt so, ne? Nein. Ist vielleicht auch. Da muss vielleicht ich mit der Zeit gehen, das kann ja sein. Ja, genau. Es ist vielleicht so ein bisschen Modernität im Hobby. Ne? Ja, das ist ja schön, wenn das der Fall wäre. Aber ich habe halt oft den Eindruck, da geht es nicht ums Modernisieren, sondern da geht es ums künstliche Aufblasen eines Produkts, was es nicht gibt, eine grüne Euphi und auch wenn die hellgrün ist mit pinken Tipps, das ist eine schöne Euphylia mit einer grünen Farbe, fertig. So, dann kann ich sagen, die Farbe gefällt mir, das nehme ich mit und fertig. So sagst du, ja guck mal, ich habe die, sieht genauso aus, die mag ich nicht, das ist keine Holy Grail. So, gut, dann nicht. Auch was sich auf jeden Fall bewährt hat, muss ich auch mal wieder zeigen, sind die Bohrungen durch die Rückscheibe. Ja. Dass wir keine stehenden Rohre eben mehr im Becken drin haben, es kommt alles von hinten. Vorher hast du dich immer ein bisschen schwer getan mit dem Rausfangen zum Beispiel. Der Fisch ist natürlich auch nicht blöd, der versteckt sich dann genau da, wo du nicht hinkommst, am stehenden Rohr. So. Wirkt cleaner, wirkt sauberer, wirkt unaufgeregter. Bei Fischen, wie ist es denn so mit lateinischen Namen? Also ich persönlich stelle fest, dass da viele, viele Schwierigkeiten haben, entsprechende Namen zu lernen und sich anzueignen. Siehst du da Notwendigkeit als ganz normaler Aquarianer im Hobbybereich? Oder? Nee, also im Gegenteil. Ich sehe es sogar andersrum. Ich sehe es so, dass wir Fachhändler, wir verfallen da oft mal in so ein Fachchinesisch, wo wir uns selbst dann wieder überwinden müssen, dem Kunden gegenüber das wieder ein bisschen neutraler mit einer normalen deutschen Bezeichnung zu nennen. Das kommt aber auch einfach daher, dass wir teilweise, wenn wir bestellen im Großhandel oder auch beim Importeur, da gibt es ja keine deutsche Bezeichnung, da gibt es nur die lateinische Bezeichnung.
Weil wenn ich dem Exporteur auf Bali schreibe, du, ich hätte gerne eine Neonputzergrundel, dann schreibt er mir zurück, what the fuck? Ja, da musst du halt den lateinischen Begriff, das sind halt die Namen, die sich halt eingebürgert haben und die halt auch die wissenschaftlichen Namen sind für diese Tiere. Von vielen Tieren gibt es halt keine deutschen Namen, das ist natürlich dann wieder die Problematik. Da gibt es dann, das ist das Nächste, da gibt es dann so Fantasienamen, die dann in verschiedenen Abwandlungen existieren. Die eine beschreibt die gleiche Art, die andere eine andere, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir im Fachhandel schlagen uns mit den lateinischen Fachbegriffen rum, sage ich mal. Klar, da erwische ich mich auch selber, wenn du mit dem Kunden sprichst und dann sagt er, ach, für diesen und jenen Zweck hätte ich gerne ein Tier. Dann sage ich, ja, das ist der XY auf Lateinisch. Und dann steht er da und denkt sich, wird schon stimmen, was er sagt. Ne? Und dann kommst du erst wieder dazu und sagst, ja, also hier, guck, das ist das und das. Ja. Aber Fachidiot. Fischanlage, unser Messebecken können wir mal kurz angucken. Da ist auch ein Riffaufbau reingewandert. Da haben wir auch mal einen Riffaufbau reingewandert. Das ist jetzt thematisch bezogen. Und zwar haben wir das gemacht mit den AK Riffplatten, My Reef Plates. Auch coole Sachen. Gibt es verschiedene Ausfertigungen. Und da haben wir auch wieder unseren lieben Tobi beauftragt, unseren nicht YouTube-Tobi, sondern den anderen, den Planck und Plus Tobi, aus diesen Platten mal in den Aufbau zu zaubern. Ich muss sagen, wir haben letztens da eine Insta-Rundfrage gemacht und da kam der Aufbau gar nicht so gut an. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir dann die Bilder angeguckt am Abend und die waren, das wirkt auf den Bildern ganz anders, wie wenn du so jetzt davor stehst. Ich weiß nicht wieso. Soll ich mal einen kleinen Porn machen? Kannst du, ja, probier's mal. Und los. Jetzt guck mal, schau mal. Da kam heute auch ein Gematum. Guck mal, schön. Da bin ich gespannt. Oh, Schmops. Hallo. Raus mit dir. Schönes Tier, ne? Die waren ja mal irgendwie 2-3 Jahre oder so, gab es gar nicht. Und jetzt kommen sie aber immer mal wieder. Guck mal, der Herr Matthias Rucht. Tropic Marine. Komm. Zu dem gehen wir gleich mal vor. Komm, den nehmen wir gleich mal mit ins Video rein. Hä? Ah! Ich hab gerade schon Werbung gemacht für die Kaffeetassen. Kannst du mir auch gleich eine einpacken. Da kriegst du gleich mal eine gemacht. Siehst du ja mal. Willst du eine haben? Ich habe noch mehr draußen. Also. Aber siehst du mal, ne? Tassen bestellt. Tropic Marine fährt extra Tropic für Marine Tassen hierher. Ja. Genau. So stellen wir das vor, ne? Hopp, hopp. Letzte zwei. Servus. Hi. Dann mache ich mir einen Kaffee. Oh. Wir könnten uns da so einen Barista mal anstellen, ne? Das wäre doch was. Plankton Plus Barista. Nein. Hm? Das ist meiner? Genau, nee, das ist deiner. Da brauchst du was rein? Zucker? Milch ist drin, ne? Milch ist in einem Cappuccino drin. Ja. Oder ich mache das einfach. Du hast doch Zeit. Ich hab Zeit. Achso, haben wir Daytime schon gezeigt? Kommt bald. Eine LED-Lampe. Die machen wir uns hier übers Schaubecken hier vorne. Ja, das sind im Prinzip so kleine LED-Cluster, nicht wie Module. Und die kannst du voll flexibel in diese Leisten einbauen. Also, ja, hat man auch auf der Messe schon gesehen. Ist eine schöne Sache. Probieren wir mal aus. Haben wir noch mal einen Hersteller mehr, was Beleuchtung angeht. Es wird Red Sea noch mit dazukommen. Da haben wir auch alles. Also da werden wir Stützpunkthändler werden für Red Sea. Das heißt Becken, Zubehör, diese ganze Geschichte. Sonst noch was? Haben wir noch was Neues? Ich meine, das waren jetzt alle. Ja, mein Sortiment ist ja eh immer ein bisschen wechselnd. Ne? Es ist ja auch, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung geben und bringen, dann bringt der eine Hersteller bringt wieder was Neues, es ist dann wieder voll hip und trend und modern, dann braucht man das natürlich und dann. Gibt's auch, du musst ja keine Marken nennen, aber gibt es auch Produkte, die du gar nicht abverkaufst? Gibt's oder auch, die, ja, was wäre ein Beispiel, auch vielleicht an Technikkomponenten oder Zubehör, wo gar keine Nachfrage ist? Es gibt natürlich, das ist jetzt deiner, komm, ich mach mal erstmal. Das ist ja ein Kaffee-Video, das ist jetzt, yeah. Wir müssen schon Prioritäten setzen. Was ist da jetzt hier. Alles drin? Da ist nichts, da ist Milch drin. Plankton. Wie ist es nach einem halben Jahr? Wenn du Phytomix, auch praktisch. Wenn du Phytomix ein halbes Jahr stehen lässt, am besten bei 35 Grad in der Sonne, kommt danach Asbach raus.
Asbach uralt. Von der Farbe her. Auch farblich, sehr gut. Geschmacklich hat es ein wenig eine salzige, nussige Note, danke. Aber sonst? Ja, es gibt natürlich Technikhersteller auch, die im niedrigen Preissegment angesiedelt sind, die ich für qualitativ, wie sagt man das jetzt, ohne wieder eine auf die zu bekommen, die in einer Qualitätsstufe sich bewegen, so wie wir sie nicht anbieten möchten. Das gibt es natürlich, ohne jetzt da irgendwelche Hersteller oder was zu nennen. Das ist halt, ne? Von daher, das gibt es schon und auch in der, das Gleiche ist ja für Versorgung zum Beispiel, ne? Auch Nährstoffversorgung, diese ganzen Komponenten, da gibt es auch Geschichten. Aber ihr merkt ja selber, was wir da haben und was wir nicht da haben. Und das hat auch beides immer einen guten Grund. Und damit ist wahrscheinlich alles gesagt zu dem Thema. Das Wichtigste ist immer, wir verkaufen immer eigentlich gerne gut das, was man auch selber mal benutzt hat, geschweige denn auch im Gebrauch hat, weil da weiß man wenigstens, man kann es guten Gewissens an die Leute weitergeben. Ja, sowieso. Also alles, was du hier findest, alles, was wir hier haben, ist alles Planton Plus approved. In diesem Sinne, vorbeikommen, Kaffee trinken, wichtig, angucken, shoppen. Shoppen ist auch immer gut. Also shoppen begrüße ich auch. Ja, ohne Eigennutz natürlich. Nein, ganz gänzlich ohne Eigennutz, natürlich. Irgendjemand muss den Kaffee bezahlen. Ja, genau. Da müssen wir schon gucken. Hier steht alles voller Kaffee. Das. Bis nächsten Freitag. Danke fürs Dabeisein. Liken, teilen. Tobi, was macht man da alles? Kommentieren. Deabonnieren. Egal, Hauptsache machen. Vorbeikommen. Ja, bis nächsten Freitag. Danke.